Der Hamburger SV hat das Horrorszenario zweite Bundesliga nach einer echten Zitterpartie in letzter Sekunde doch noch abgewendet. Dem Liga-Dino reichte im Relegationsrückspiel bei Greuther Fürth ein hart umkämpftes 1:1. Nach dem 0:0 im Hinspiel sicherten sich die Hanseaten nur aufgrund des Auswärtstors im Nachsitzen den letzten freien Platz für die kommende Bundesliga-Saison. Tausende Fans feierten ausgelassen beim Public Viewing im HSV-Stadion. Stürmer Pierre-Michel Lasogga erzielte in der 14. Minute den Hamburger Führungstreffer. Der Ausgleich von Stefan Fürstner nach knapp einer Stunde war zu wenig. Die Kleeblätter um Trainer Frank Kramer verpassten damit den direkten Wiederaufstieg ins Fußball-Oberhaus. Für das Gründungsmitglied HSV läuft die Bundesliga-Uhr dagegen trotz einer solchen Saison mindestens ein Jahr weiter.